Bangarang, Brudis und Schwesties, mein Name ist Georgie, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Reaction und zwar ziehen wir uns heute das neue Video von ApoRed rein. Der Dude zeigt nämlich heute sein 2 Millionen Euro Penthouse und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Falls ihr Bock auf solche Reactions habt oder auf Vlogs und Let's Plays, dann seid ihr mit dem Abo hier an der richtigen Stelle und sollte euch das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange rum und gehen direkt rein nach dem Intro. Bangarang, Brudis und Schwesties, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So Leute, dann würde ich sagen, Rock'n'Roll. Meine Freunde, heute ist es endlich soweit. Roomtour von der neuen Crib. Ich werde euch heute auf jeden Fall einiges zeigen. Nicht aber alles zeigen, weil einige Räume sind ein bisschen grease. Wir sind auf jeden Fall im Flur, Freunde. Hier ist auf jeden Fall. Die sind ein bisschen grease. Meint ihr damit unordentlich wegen Umzug, dies, das oder was? Das ist ja normal, ne? Umzug. Der ist doch jetzt vor 2 Tagen oder sowas, ist er doch erst umgezogen, ne? Einiges unordentlich, deswegen fangen wir ab hier an. Das geht auf jeden Fall ganz weit hinten noch hin. Und da ist auch der Eingangsbereich etc. Alles hier so auf Penthouse angelehnt. Gehen wir erstmal rüber zu meinem Arbeitszimmer. Was ihr wahrscheinlich schon mal ein bisschen gerochen habt von meinem Video. Ja, es ist eigentlich immer das Standardkonzept. Es ist noch nicht fertig. Also, ich liebe ApoRed Schuhsammlung, ne? Ich liebe sowieso Sneakers an sich und sowas. Aber was mir nicht im Kopf geht, ist, wie kann man Regale vors Fenster stellen? Das geht mir nicht im Kopf. Das kann ich nicht verstehen. So, ich liebe die Sneaker-Sammlung und sowas, ne? Und ich liebe das auch, wie ihr das auf diese Regale stellt. Ich feiere diese Regale total. Habe ich mir auch welche zugelegt von den Teilen. Aber daran werde ich mich nicht gewöhnen. Das hat er auch im alten Haus schon gehabt, ne? Wo er drin war. Daran werde ich mich niemals gewöhnen können. Mich würde mal brandhaft interessieren, warum er das so macht. Fertig, da wird natürlich viel gemacht, schaut euch mal rein. Sneaker. Die Sneaker sind auch Sneaker, die ich aussortiert habe und verkaufe, etc. Hier kommt eine Glasvitrine, Freunde, also so eine Glasvitrine. Das Bild zum Beispiel wird irgendwo in der Flur aufgehangen, aber wahrscheinlich in der obere Etage. Wow, das ist ein geiles Bild, oder? Das ist ein geiles Bild. Ich feiere das extrem krass, wie der Rand hier gemacht ist. Dass das nicht so straight ist, wisst ihr, was ich meine? So straight, viereckig, so rechteckig. Feier ich übelst. Das ist ja mal richtig nice. Auch das Motiv ist perfekt, Leute. Richtig dope. Also hier unten habe ich schon eigentlich sehr viel gespammt. So. Aber wie gesagt, hier kommt eine Glasvitrine. Zack, fresh mäßig. Und da kommen die ganzen Accessoires, ne, die gerade irgendwo hier rumhängen. Aber wie gesagt, das hier, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Warum stellt man so Regale vor ein Fenster? Das verstehe ich nicht. Wegen... Ist das, macht er das vielleicht wegen, damit das Licht so von hinten nach vorne drauf fällt oder, aber dann macht es ja auch keinen Sinn, dann müsste das ja hier auch offen sein, ne? Das verstehe ich nicht. Das würde mich mal interessieren, falls das jemand von euch weiß, warum er das macht, dann kann ich mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Klamotten sind hier am Start, Freunde. Da hinten geht es weiter mit den Klamotten und da ist auch mein PC-Bereich. Guck mal, hier sieht man zum Beispiel, habe ich gerade hier Fortnite auf. Die eine oder andere Runde wird ja auch hier gezockt. Aber Freunde, nicht wundern, ne? Es ist noch nicht fertig. Also es ist noch alles so relativ unordentlich, weil wie gesagt, ich bin mitten im Umzug, Freunde. Ihr müsst ja verstehen, ne? Sonst irgendwie klärt das ja. Ne? Gehen wir aber weiter, Freunde, rüber zum Wohnzimmer. Wir haben hier auf dieser Etage 4 Zimmer. Ja, wir haben 4 Zimmer. Zimmer Nummer 1, 2 Zimmer zeige ich nicht. Die zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Und ich zeige euch das Wohnzimmer und zeige euch... Insgesamt hat er 8 Zimmer, glaube ich, hat er gesagt, ne? Also sind unten schon mal 4 Zimmer und dann sind oben auch noch mal 4 Zimmer. Das ist schon heftig. Plus Bad und Küche und sowas. Das ist schon riesig, ne? Toilette. Und dann gehen wir rüber an die nächste Etage, okay? Insgesamt haben wir 8 Zimmer, kann ich jetzt schon mal spoilern. Und ich sehe jetzt schon, dass 1000 Leute mich fragen werden, Red, wo warst du dieses T-Shirt? Das ist ein Deadstock-T-Shirt, Freunde. Ganz frisch, ganz neu, ganz cool. Ich finde auf jeden Fall ein mega, mega, mega geiles T-Shirt mit so einem verrückten Dino drauf. Der Link dazu ist oben in der Beschreibung, deswegen fragt nicht. Link ist dazu oben in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Gehen wir rüber zum Wohnzimmer, let's go. So, Freunde, wir sind gerade hier im Wohnzimmer. Ich habe auch Cookie am Start wieder gefragt. Ey, sind Cookie und Kane am Start? Natürlich, sie sind die ganze Zeit am Start, Freunde. Oder Cookie, wie geht's dir? Alles gut? Cookie? Genau, er meinte ja. Nein, nicht, nein. Hilfe, holt mich hier raus. Wir haben hier den ersten Wohnbereich, Freunde. Küche, Wohnzimmer, kombiniert, Neubau, alles fresh. Ich liebe es so. Genau so muss es sein. Wie man unschwer bei mir sehen kann, Wohnzimmer, Küche, kombiniert, ist genau mein Film. Da sehe ich mich.
Ja, Cookie meinte gerade auch mega nice. Ich kann euch leider nicht viel zeigen, weil wir haben hier viele Fenster und danach kann man direkt sehen, wo ich wohne. Ich mag das gar nicht. Wie gesagt, ihr werdet alles in 2 Wochen sehen, wenn ich hier die ganzen Fenster zugemacht habe mit PCs, mit Gardinen, Madin etc. Aber ich kann euch mal so ein bisschen verraten, wie der Hase hier läuft. Schon, ne? Findest du auch gut, ne? Auf jeden Fall haben wir hier die Küche, Boden, Parkett, Off-White-Teppich, Cookie, Marmortisch, Couch, riesen Couch, Freunde, riesen Couch. Hier kommt dann auf jeden Fall diese Marmorwand. Ja, es ist jetzt schade, er ist halt ziemlich knapp bemessen jetzt mit der Kamera, ne? So, weil wenn die Fenster noch komplett offen sind, dann kann ich mich schon gut vorstellen. Das ist dasselbe, was Montana Black die ganze Zeit immer sagt. Er kann dann nicht so aus den Fenstern filmen und sowas, weil die Leute dann direkt wissen, wo die wohnen und dann haben die keine Ruhe mehr. Das ist auch, das ist echt brutal, ne? Wie man da dann aufpassen muss, wenn man diesen Fame dann hat. Oh, Wahnsinn. Ja, die Leute, die ziehen dann da ein, machen dann einen falschen Schwenker mit der Kamera und dann bist du da gerade hingezogen und hast dann schon keine Ruhe mehr. Ne? Oh, ist echt heftig. Und mit dem Fernseher, mit dem Kamin. Wie man das von der Haustour kennt, Freunde, das wird auf jeden Fall am Start sein in etwa 2 Wochen. Aber wir gehen erstmal in die obere Etage mit dem Fahrstuhl. Ihr habt richtig gehört, mit dem Fahrstuhl in die obere Etage. Oh, sogar Fahrstuhl. Freunde, mitten im Umzug. Es geht weiter. Wir haben jetzt hier die obere Etage, liebe Freunde. Ja, wir haben einen Fahrstuhl, der direkt hier nach oben führt. Das Alter, Fahrstuhl ist schon dope, oder? Fahrstuhl, das ist schon heftig, ne? Aber ich denke, das ist so eher, sagen wir mal, für ältere Menschen, wenn die da hinziehen, oder? Hat er das, ist das, weiß das jemand, ist das sein Penthouse? Hat er das gekauft oder hat er das jetzt gemietet? Das würde mich mal interessieren. Und was mich noch interessieren würde, weil das habe ich nicht so richtig verfolgt, das Haus, in dem er wohnte. Hatte er das gekauft oder war er da auch nur zur Miete? Das würde mich auch mal interessieren. Und wenn das jemand weiß, dann kann er das gerne in die Kommentare packen. Erstmal haben, ne? Verschiedene Eingänge, bla bla bla. Alles hier auf Penthouse angelehnt. Freunde, wo soll ich starten? Wir haben einen mega großen Flurbereich. Verzeiht mir, wenn gerade die Lichtverhältnisse nicht so krass sind. Wir haben gerade Abenddämmerung. Gehen wir erstmal hier hin. Ich muss halt immer so aufnehmen, dass man halt nicht aus dem Fenster rausschauen kann. Das kommt diese Möchtegern Sherlock Holmes und zeigen, wo ich wohne etc. Wir haben hier so ein relativ kleineres Zimmer. Das ist das kleinste Zimmer, glaube ich. Wir haben insgesamt... Also ich finde das Penthouse, die Wohnung, finde ich bis jetzt richtig extrem nice. Finde ich schön von der Aufteilung her. Was mir aber nicht so gut gefällt... Aber das ist halt Geschmackssache. Das ist, naja, wo sieht man es denn? Ja, hier. Dieser Boden, die Farbe, so, das ist nicht so meins, das feiere ich nicht so. Ich hätte es mir lieber so ein bisschen dunkler geholt. Das finde ich besser. So Holzfarben so auf dem Boden, ich weiß nicht. Ich finde, dann ist man immer möbeltechnisch extrem gebunden, dass das alles so schön passt und sowas. Und ich finde es immer so ein Ticken zu altmodisch, irgendwie so altbacken. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ne? Das ist Geschmackssache. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich hier dieser Play-Button. Uiuiui, Leute, den hätte ich aber auch gerne. Uiuiui. Insgesamt, wie ich erwähnt hatte, 8 Zimmer. Und ja, für einige Zimmer wissen wir schon genau, was wir machen, für andere nicht. Geh mal rüber, ich zeige euch mal was. So, also, was wir hier haben, Freunde, ist einmal ein großes Badezimmer, Freunde, ganz wichtig. Wir haben insgesamt 3 Badezimmer und ein Gäste-WC, okay? Okay, er hat 3 Badezimmer und ein Gäste-WC. Dann ist das hier wahrscheinlich eins von den kleineren Badezimmern. Ich feiere das nicht so gerne. Ich hab's halt nicht so gerne, wenn Badewanne auch gleich Dusche ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es von der Optik her, finde ich es schöner, wenn da eine Badewanne und eine Dusche drin ist. Oder wenn der Platz nicht dafür da ist, einfach nur eine Dusche. Weil ich bin nicht so der Typ, der so oft baden geht jetzt. Das ist natürlich alles Geschmackssache, ne? Was ich extrem nice finde, ist diese Decke. Diese Decke hier, die finde ich extrem nice. Das ist nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Schallschutzdecke. Ne? Ich glaube, da ist die Schallisolierung. Und es kann gut sein, dass das im ganzen Haus so ist, dass das mit ein paar Haus ist für mehrere Parteien. Penthouse sagt das ja schon. Und dann wird das wohl überall so sein. Die Decke sieht nur hier ein bisschen anders aus, weil die auch halt resistent sein muss gegen Feuchtigkeit. Daher fällt mir das auf, daher kenne ich das. Das sind dann so eine Schallschutzdecken, die halt auch wasserresistent sind oder resistent gegen Feuchtigkeit, weil es halt im Bad ist, macht ja dann auch Sinn, ne? Badezimmer und ein Gäste-WC, okay? Ja, ganz normal Badezimmer vorne, könnt ihr mal reinschauen. Es funktioniert alles. Guck mal hier. Könnt ihr duschen, ihr könnt baden, ihr könnt alles, was ihr wollt, Freunde. Was wollt ihr noch? Und hier habt ihr auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, Spiegel, Licht etc. Also, was ich richtig nice finde, ist dieses
Oberlicht hier. Das finde ich extrem schön. Ne? Dass man oben noch so ein Fenster hat, direkt so bei der Dusche, aber trotzdem nicht auf Privatsphäre verzichten muss. Ne? Weil man hat so nach oben hin alles im Blick, so Kopfhöhe. Das finde ich richtig schön. Und ich finde, ein Fenster im Bad ist immer am allergeilsten. Es ist, ich finde, so ein Fenster in einem Bad ist wirklich unverzichtbar. Ist auf jeden Fall ein recht entspanntes Badezimmer. Da ist nochmal ein Anschluss für die Waschmaschine, Trockner etc. Hier drin ist nichts Besonderes, nur ein Abstellraum. Also Erste-Hilfe-Kasten haben wir alles dazu geholt. Ich kann es euch zeigen, es ist halt nichts Besonderes. Ja gut, aber was soll auch Besonderes sein in einer Abstellkammer? Ne? Abstellkammer ist auch gut, dass sie da ist. Abstellkammer ist immer gut, kann man immer gebrauchen. Die muss aber auch nichts großartig hermachen. Ne? Einfacher Abstellraum, aber warum nicht? Ne? Hier ist auch der WLAN-Router. Wir haben hier 250.000 Leitungen auf jeder Etage. Hier nochmal ein extra Badezimmer, ne? Auf entspannte Basis. Komm mal rein hier. Ja, nochmal ein extra Badezimmer, Freunde. Eine schöne Dusche. Passt auf jeden Fall. Hier nochmal Spiegel, ein Waschbecken. Was wollt ihr noch haben? Das Geile hier oben, guck mal hier oben, Freunde. Komplette Schalldichtung. Ne? Ja, siehst du, das ist, was ich gesagt habe. Das ist dieselbe Decke wie im anderen Bad. Mit dieser Schallisolierung, ne? Ja, also ihr könnt hier wirklich machen, was sie wollt, man hört gar nichts. Ne? Die Fenster übertrieben Krankschall. Na gut, gar nichts würde ich nicht sagen, aber die schluckt schon viel an Schall. Ne? Gerade weil ein Bad auch so extrem halt durch die Fliesen und sowas, ne? Ist das wirklich eine gute Sache. Und in dem Haus, in dem mehrere Parteien wohnen, macht das auf jeden Fall Sinn. Gerade wenn man in den unteren Wohnungen lebt, wo man dann noch Parteien oben drüber wohnen hat, ist das eine sehr, sehr gute Sache und es ist sehr angenehm. Und vor allem kommt dir das zugute, wenn dein Nachbar unter dir auch sowas hat, dann lebst du halt in so einem Haus, in dem mehrere Parteien wohnen, eine ganze Ecke entspannter und kannst abends auch mal ein bisschen lauter sein. Ne? Gedichtet, Türen auch, alle sind schwer, massiv, richtig nice, übertrieben geil. Okay, wir haben jetzt noch ein Zimmer, Freunde. So, das Ding ist, Freunde, wir haben hier bodentiefe Fenster. Ich kann leider nicht alles zeigen, weil man sieht dann direkt, wo wir sind, wenn wir aus dem Fenster... Ja, das ist jetzt schade, ne? So, weil die Ansicht, wenn du reinkommst in so ein Zimmer und dann drauf guckst direkt auf die großen Fenster und sowas, das zeigt halt den Raum richtig, ne? In seiner ganzen Schönheit, will ich mal sagen. Ne? Das ist jetzt halt schade, dass man sieht immer nur Wände halt. Das ist halt blöd. Man sieht keine schönen offenen Formen. Man sieht keinen Charakter von der Wohnung, weil man einfach nur immer auf weiße Wände klotzt. Das finde ich halt ein bisschen schade, aber er hat auch recht. Ne? Was, wenn er jetzt da die Kamera raushält, die Leute wissen direkt, wo er ist und dann wird er wieder abgefuckt und das muss ja auch nicht sein. Wir holen noch Plissés, was auch immer, Gardinen eventuell, dass man halt die Umgebung da draußen nicht sieht. Ne? Aber wir haben hier ein großes Zimmer, wenn man die sieht. Hier die Wand ist von hier bis dort hinten, 5, ja. 6 Meter safe. Großer Raum. Ist ein relativ großes Zimmer, schön. Boah, wenn ich euch die Fenster zeigen würde, das sieht so geil aus. Ne? So riesen Fenster, bodentief, richtig nice, auch relativ hoch. Mega nice. Ne? Neueste Rauchmelder natürlich, ist hier alles Neubau, wie erwähnt. Ne? Alles komplett Neubau, ganz wichtig. Hier ist auch so ein bisschen Gaming-Equipment etc. Auch süß. Was, ein großer Raum, der hat bestimmt 20 Quadratmeter oder so, ne? Allein der Raum. Ja, gehen wir weiter, Freunde. Flur, wie gesagt, wir haben nochmal so einen schönen Einblick, wie die Flur aussieht. Also wir haben hier wirklich einen coolen Bereich. Guck mal. Schön, das gefällt mir gut mit der Aufteilung. Das finde ich schön. Ist sehr, wie nennt man das? Sehr großzügig gestaltet alles, ne? Hier kommt zum Beispiel ein Bild hin, da kommt vielleicht mein Eingang Play Button und da kommt ein Fahrrad und da kommt was. Man weiß nicht, Freunde. Also man hat hier sehr viele Einrichtungsmöglichkeiten. Ich glaube, da muss ich mal den einen oder anderen Designer arrangieren. Und ja, gehen wir weiter, Freunde. Hier ist auf jeden Fall Fahrstuhltür. Also man kommt mit dem Fahrstuhl direkt hier rein. Hier ist nochmal ein anderer Ausgang. Hier ist nochmal die Gegensprechanlage, ne, für die Etage hier. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal ein Gäste-WC, also Toilette, Spiegel, Waschbecken. Ihr habt hier nochmal, keine Ahnung, ihr habt alles. Vollkommen ausreichend für ein Gästebad. Spender für eure Handtücher und auch sogar natürlich. Oh, ist das jetzt die nächste Küche? Kommen wir rüber zu meinem Lieblingsbereich und zwar diese offene Wohnküche, Freunde. Ganz, ganz, ganz gefährlicher Hase, weil wir haben hier erstmal mega viel Platz. Die gefällt mir richtig gut. Und wir haben das, was ich eigentlich nur wollte. Ja, also eine Kochinsel. Hier sieht man das auch. Wir gehen mal noch ein kleines Stückchen zurück, dass man nochmal, hier seht ihr das, das ist so eine richtig große Komplexanlage, wo er da wohnt, ne? Hier sieht man es am Fenster noch. Ich dachte zuerst, das hier ist ein Pool, aber das ist, da wird wohl noch gebaut, das ist alles noch ziemlich neu wohl, ne? Das ist so eine komplette neue Siedlung.
Ja, hier sieht man das ganz gut. Und dann wird das wahrscheinlich auch hier so ein Komplex sein, wie man da hinten sieht, weil die bauen ja doch alle schon ziemlich so, dass es zum Gesamtbild passt, ne? Da stechen die Häuser nicht so extrem krass dann hervor, damit das alles so ein harmonisches Bild ergibt, ne? Jo. Das, was ich eigentlich schon immer wollte. Schön. Ja, eine Kochinsel. Schön. Coole Küche. Aber jetzt ist der Titel natürlich so ein bisschen täuschend für mich, weil ich dachte jetzt tatsächlich, Leute, ne, jetzt könnt ihr mich für blöd halten, aber wer den Georgie kennt, weiß, der Georgie ist ein kleiner, naiver Junge. Ich dachte, er hat sich wirklich so ein 2 Millionen Euro Penthouse gegönnt. Ja. Jetzt würde ich aber mal sagen, er hat sich das gemietet, wenn ich jetzt diesen Komplex da sehe. Oder er hat dieses Penthouse hier gekauft. Ja. Aber ich denke, 2 Millionen kostet dieser Komplex. Ne? Weil wenn man mal sieht, was man für 2 Millionen Euro bekommt, dann wäre man ja ziemlich dumm. Also, ist jetzt keine Beleidigung oder so, ne? Aber man wäre schon ein bisschen, man wäre nicht so der Hellste, wenn man sich für 2 Millionen so ein Apartment hier kauft, wenn man sich mal ein bisschen informiert, was es denn für 2 Millionen alles auf dem Markt so gibt, ne? Gerade im Moment, wo Häuser und sowas Anwesen sehr gut gehandelt werden. Also, ich finde, der Titel ist jetzt, also ich habe gedacht, es kommt jetzt, wow, wisst ihr, was ich meine? Das ist extrem schön. Mir gefällt diese Wohnung super gut, sehr schön. Traumhaft würde ich liebend gern drin wohnen, mit Kusshand würde ich da drin leben. Aber wenn man jetzt das nur auf seine Wohnung beschränkt, die Wohnung ist natürlich keine 2 Millionen Euro wert, ne? Das ist wirklich mega entspannt. Meine Hebe, Freunde, Aber die haben Küche wir ist mega einen dope. Ofen. Oh, Es habt ihr gesehen, die Terrasse natürlich draußen? alles brandneu, ne? Es ist komplett Wir brandneu, machen mal, ne? wie Es machen ist wir da, komplett wie meine machen wir hier Hebe, Stopp? Freunde. Weil ich weiß nicht, ob er mit uns rausgeht, wenn er da irgendwie Schiss hat, dass wir da was sehen, was wir nicht sehen sollen. Dann haben wir Ja. Man erkennt nicht viel, aber es sieht schon schön aus, ne? Das, was man erkennt, so, also es ist auf jeden Fall groß. natürlich ein Ofen, ist natürlich alles brandneu, ne? Ist komplett Ja, das ist ein brandneu. Neubau. Ihr habt hier 1000 Staumöglichkeiten. Ja. Hier ist schon das Geländer. Ja, man lässt sich nicht gut sagen, wie groß es denn ist. Hoffentlich geht er noch mit uns raus. Etc. Also mega coole, moderne Küche. Das Ding ist, es ist ja alles so Geschmackssache. Ich bin zum Beispiel der übelste Freund von modernen Freunden. Ich liebe moderne Sachen. Also auch hier, man sieht, es wurde nicht gespart, Freunde. Alles Top-Qualität, also es wurde wirklich nicht gespart. Hier liegt noch sehr viel Stuff vor, es wird noch alles eingeräumt, ne? Und dann kommt hier ein Fernseher. Wir haben einen Fernseher bestellt, 86 Zoll. Wow. Ist, glaube ich, ausreichend. 86 Zoll, 2,13 Meter, soweit ich weiß. 86 Zoll, Leute. 86 Zoll. An dieser Wand, hier sieht man noch so ein bisschen lila, ne? An dieser Wand hängt mein Fernsehen, ne? Oder steht mein Fernsehen. Der ist 55 Zoll groß. Wenn ich mir jetzt überlege, da hängt ein 86 Zoll Bildschirm, dann ist fast meine ganze Wand da drüben wäre dann Bildschirm. Wahnsinn, Junge. Mega riesig, aber das Ding ist, es ist auch mega groß. Deswegen braucht man auch einen großen Fernseher, weil der Abstand zwischen Couch und Fernseher ist weit. Und dementsprechend braucht man einen großen Fernseher. Auf jeden Fall vorne ist das so, ja, der offene Wohn-Küchenbereich Nummer Doors. Und mein Lieblingsraum, wie ich finde, wir werden oft hier chillen. Eventuell wird es noch die ein oder andere Büroecke hier gemacht, weil der alle echte arbeitet auch immer relativ viel neben YouTube auch. Und ich kombiniere gerne zu Hause mit Büro einfach, weil es für mich einfacher ist, Freunde. Ich zeige euch mal die Terrasse, da wird doch gerade viel gemacht. Oh, nice, wir gehen doch auf die Terrasse. Ich hätte es nicht gedacht. Mois ist auch am Start. Mois ist da gerade am Worken. Oh, shit, was ist denn hier passiert? Ist das eine Scheibe gewesen, die da kaputt gegangen ist? Von dem Tisch oder? Nö, ne? Digga, haben die eine Scheibe hier kaputt gemacht oder was? Er macht da gerade richtig viel und nicht wundern, unten ist gerade eine. Ja, siehst du, hier sieht man das nochmal, ne? Mit den ganzen Häusern. Das ist so richtig großer Wohnkomplex. Scheibe gebrochen, das war nicht die Schuld von irgendjemand von unseren Jungs. Das ist einfach wirklich einfach zerbrochen. Fragt nicht warum. Okay. Ja, Freunde, ich habe euch eine fast Scheibe, alles ne? gezeigt. In etwa 2 Wochen habt ihr ein vollständiges Update. Da kann ich eventuell auch alle Zimmer zeigen. Komplett eingerichtet. Ja, das wäre geil. Das würde ich feiern, wenn er jetzt noch ein Video macht, wo man dann wirklich komplett so. Wisst ihr, was ich meine? So mit der Kamera gehst du dann komplett durch die Wohnung durch und kannst direkt vom Flur ins Zimmer reinfilmen. Das würde ich feiern. Dann kriegt man noch einen besseren Überblick, weil so guckst du die ganze Zeit nur auf weiße Wände und sowas. Hat auch gelangt, für so einen kleinen Überblick mal zu bekommen, mal reinzuschnuppern. Schönes Video. Ich freue mich, dass er das gemacht hat.
Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn dem so ist und ihr auch in Zukunft Bock auf solche Reactions habt oder auch Vlogs oder Let's Plays, dann seid dann mit dem Abo hier an der richtigen Stelle, Leute. Ich würde mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hier für eine kleine Unterstützung. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, macht's gut, ciao. Thank you.